So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. So, zum Soundproblem zum ersten meine ich, lag es an meinem Mikrofon. Und zwar hat mein Mikrofon, ich will mal kurz in die Kamera halten. So, warte mal, wo ist mein Pimmel? Da ist der Pimmel. So, hat hier so eine Buchse, damit ich mein Headset anschließen kann. Das muss ich da anschließen, sonst habe ich nämlich keinen Ingame-Sound. Das Problem ist, OBS nimmt diesen Ingame-Sound denn nicht auf. Der nimmt ihn nur dann auf, wenn ich mein Headset in die Mikrofon oder beziehungsweise in die Audiobuchse vom PC reinstecke. So, das zum Ersten. Zum Zweiten sind wir hier in eine neue Gruppe eingeladen, die nennt sich Herzschmerz. Was wohl das sein mag? Ich hoffe nicht, dass es unser Ex ist und dass sie so versucht, irgendwelche Aktionen zu machen, damit wir, ich weiß nicht, was das soll. ich weiß nicht. So, die Gruppe steht schon mal. Fehlt nur noch die Hauptdarstellerin. Was geht denn hier? Aha, alles klar. Die verarschen uns. Was soll das hier werden? Ich bin gerade sprachlos, weil das einfach so eine... Ja, so ist das, wenn man zweigleisig fahren möchte, kriegt man sofort die Rechnung serviert, ne? Das wirst du gleich erfahren. Nora, bist du auch anwesend? Oder schon dabei, die nächste Beziehung zu zerstören? Cool. Geht ab wie eine Tüte Mücken hier. Alter Vattern, jetzt geht's los. Tomji, ich kann nicht glauben, dass so eine billige Nummer bei dir zieht. Ich ahne Böses. Bist du jetzt völlig durchgedreht? Klärt mich mal bitte jemand auf. Nichts sagen. Ich ahne Böses. Ja? Cool. Obwohl wir ja dafür keine Zeit haben eigentlich, ne? Das solltest du auch. Ich habe deine rothaarige Austauschstudentin heute Morgen um ein Treffen gebeten. Wie konnte ich nur so naiv sein? Ja, ich... Lea schrieb mich unter dem Vorwand an, dass sie für dich eine Überraschungsparty plant. Herzschmerz. Ob ich nach meiner Ankunft kurz Zeit und Lust hätte, sie zu unterstützen? Dabei ging es nur darum, mich über dich auszuquetschen. Okay. Dann hat sich das wohl mit Lea wohl erledigt. Also beide Weiber, lasst uns beide einfach abhaken. Die eine ist beknackt und die andere noch beknackter. Wundert es dich, nach der Nachricht, die du mir auf Insta geschickt hast? Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mein Handy zu durchsuchen. Ach so. Deine tolle Ex hat heimlich unseren Chatverlauf gelesen, als ich kurz zur Toilette war. Wir waren dabei, Lichterketten für deine angebliche Überraschungsparty zu suchen. Lass dein Handy ruhig hier, Nora. Dann kann ich ja weiterschauen. Lea, du bist so eine hinterhältige Bitch. Ich wollte das nicht sagen, aber ja. Aber beide auch, ne? Tatsächlich, oder? Sag die, die mit billigsten Mitteln versucht, Beziehungen zu zerstören. Und du springst nur drauf an, Tom. Ja, ich bin Single, ne? Ja. Mhm. Genau. Frag dich mal, wieso. Ganz im Ernst. Eine ist beknackter als die andere. Die rothaarige schon beknackt, aber die braunhaarige noch mehr. Bei so einer Furie wie dir wundert es mich nicht, dass Tom sich nach Ablenkung braucht. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das so ist es. Du hast ja meinen Insta-Namen. Kannst mir ja schreiben, wenn eure Ablenkung, wie eure Ablenkung war. Oder möchtest du es lieber machen, Tomji? Ja, mache ich, kein Problem, keine Sorge. Ja. Aber geil, oder? Zickenkrieg direkt mal. Wir erzählen uns noch immer alles, oder nicht? Ja. Nee, das übernehme ich schon, Lea. Für dich gehe ich auch gerne ins Detail.
Deine Sprüche sind genauso unnötig, wie du es bist. Voll baff. Du bist widerlich, ekelhaft und erbärmlich und hast keinerlei Ahnung von der Liebe. Ja, aber da, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So entsetzt bin ich. Frag mal. Hä? Kaugummiblase. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So wie du schreibst, hört es sich sogar an, als wärst du stolz drauf. Als würdest du von einem Triumph erzählen. Abartig. Und Tomschi, schäm dich. Ah ja, böser Tomschi. Böser Tomschi. Böser Tomschi. Das, was du hier machst, ist einfach nur charakterlos. Du solltest dir überlegen, ob unsere Beziehung wirklich noch einen Wert für dich hat. Nö. Wieso durchsucht sie einfach ihr Handy? Einfach so. Wenn du schon planst, fremd zu gehen. Ich bin nicht mit dir zusammen, Oshi. Dann ist unsere Beziehung vielleicht endgültig am Ende. Ja. Hä? Und Nora, ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem du jemanden unsterblich verliebt bist und er genau dasselbe mit dir macht. Lea hat den Chat verlassen. Ja, aber hat die Gruppe schon mal gemacht. Na, lass uns hier weiterschreiben, ist doch cool. Wer ist Admin? Wir werden schon mal keine besten Freunde nennen. Mein Auffall in Deutschland fängt ja gut an. Aber du hast eine Currywurst gegessen bei Oral King, also wie geil kann das sein, ne? Eine Wurst sich in den Mund zu schieben bei Oral King. Es tut mir leid, dass ich dir von dem Treffen nichts erzählt habe. Hättest du vielleicht mal machen sollen. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es um eine Überraschungsparty. Es geht um eine Überraschungsparty. Warum eine Überraschungsparty? Weswegen? Wofür? Dass ich bald tot bin? Einerseits kann ich ihre Wut natürlich nachvollziehen. Ist das so? Nur was sie gerade abzieht, geht in meinen Augen gar nicht. Darf ich auch mal was sagen? Was du jetzt daraus siehst, ist allein deine Sache. Wäre nur nett, wenn du mich auf den Laufenden hältst. Kusschen. Und jetzt verlässt sie auch den Chat, wa? Okay. Ja. Und so stehen wir wieder am Ende alleine da, ne? So kann es gehen. Ach, Organparty. Sie steckt dahinter. Also, sie steckt dahinter. Sie stecken dahinter. Was? Was? Wie konnten wir alle nur so blind sein? Was? Und gleich tot. Wir haben ihnen vertraut. Wovon redest du, Chiara? Komm, sag schnell. Ich habe seine Stimme gehört. Prof, sind Sie es? Wieso tun Sie mir das an? Oh, da ist der Prof. Jetzt bleiben Sie bitte alle ruhig. Es klopft. Professor, wo befinden Sie sich jetzt gerade? Ja, er schreibt die ganze Zeit nicht. Ist es denn niemandem aufgefallen? Prof, sagen Sie bitte, dass Chiara sich irrt. Er ist Jonathan, jetzt der Professor. Wer war es vorher? Gar keiner, ne? Ach so, Henry war es jetzt zwischendurch auch nochmal. Ja, wir haben Handwerker hier im Haus übrigens, ne? Chiara, wie sicher bist du dir, dass es seine Stimme war? Ganz sicher. Ich habe ihn schon hunderte Male in Vorlesungen gehört. Das war eindeutig seine Stimme. Dieser alte Sack soll was mit hier Dings Samira zu tun haben. Oh Gott, dann hat Herr Krüger meine Schwester ermordet? Prof, sagen Sie endlich etwas. Unser Prof, ein Mörder und eine Führung, das glaube ich nicht. Prof, Sie miese Schwein. Machen wir hier. Ja? Alle warten Sie nur noch darauf, dass er schreibt.
Der Professor war's, der Professor war's, der Professor war's, er ist ein Arsch. Wenn Sie Kiara etwas antun, mache ich sie fertig. Ich kann das einfach nicht glauben. Bernhard, sorgen Sie doch was. Sie haben dem armen Mädel doch nichts getan. Dass er nicht antwortet, beweist doch eigentlich alles. Aber das ergibt ja. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Der Prof hat alles getan, um uns zu helfen. Ja, ja, das tun sie alle. Genau, um den Verdacht von sich abzulenken. Und dann erschießt er den dicken Jonathan, ne? Yannick, wie kannst du daran noch verzweifeln? Chiara hat doch deutlich gesagt, dass sie ihn erkannt hat. Verdammt, es passiert einfach alles zusammen. Das passt einfach alles zusammen. Es passiert aber auch, wenn du möchtest. Also, ja. Der Altersunterschied. Sarina war auf unserer Uni. Vor 15 Jahren. Und der Satz von Gabriela, das Böse war mir doch so nah. Aha. Daran hat Cedric gedacht, wa? Schlauer Cedric. Jetzt, da wir wissen, dass der Prof hinter allem steckt, werden wir ihn aufhalten. Ich werde als erstes versuchen, seinen Standort zu orten. Meint ihr nicht, ihr seid etwas voreilig? Den gleichen Fehler hatten wir auch bei Jonathan schon gemacht. Sie können stolz auf sich sein. Danke, ja. Und weiter geht's. Oh Gott, es stimmt wirklich. Dann ist es jetzt wohl eindeutig. Professor Krüger wurde aus der Gruppe entfernt. Ob das nicht zu voreilig war, Kinder? Ob das nicht zu voreilig war? Jetzt kommt der Kommissar. Der Kommissar geht... Ich mache mich sofort mit meinem Team auf den Weg zu Herrn Krügers Wohnung. Chiara, wir werden sie da rausholen. Helmut, so einfach ist das nicht. Ich glaube kaum, dass er Chiara bei sich zu Hause festhält. Das befürchte ich auch. Schon bald wissen wir mehr. Ich informiere euch, sobald wir hier vor Ort sind. Ich habe solche Angst. Der Prof hat Sarina und Jonathan getötet. Dann wird er auch mich töten. Die Polizei wird gleich bei dir sein, Chiara. Keine Sorge. Das werden wir niemals zulassen. Wir müssen dem Prof ins Gewissen reden. Nichts sagen. Liebes, du musst jetzt die Ruhe bewahren. Dir wird nichts passieren. Wenn euer Prof hinter allem steckt, werden wir ihn aufhalten. Da bin ich wieder. Es ist unfassbar. Ich war so nah dran. Fast hätte ich seinen Aufenthaltsort ermittelt. Doch der Dreckskerl hat während der Ortung sein Handy ausgeschaltet. So eine Frechheit, das geht gar nicht. Also dafür sollte man hingerichtet werden. Handy ausschalten und so, ja, ja. Shit, noch 19% Akku. Ich werde mein Handy eine Zeit lang ausschalten. Oh, schade. Hätte ich jetzt nur mein Zweithandy noch. Das müsste voll aufgeladen sein. Doch das hat jetzt der Prof.
Wartet mal. Wieso haben wir nicht früher dran gedacht? Was denn? Wieso du hast nicht dran gedacht, Kollege? Wir sind hier nur normale Menschen. Wir haben bisher nur versucht, Chiaras Handy zu orten. Ja? Ich werde weiterhin versuchen, den Standort des Profs zu ermitteln. Mhm. Tomsi, versuch bitte doch, das Chiaras zweite Handy zu orten. Das ist eine gute Idee. Die ID lautet 173991. Viel Glück. Ja, okay. So, Kinderchen, das war's für heute. Herzschmerz und der Prof? Ich glaube nicht, dass er das war. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Ich denke an Instagram zurück. Und wer alles den guten Bernd Funke folgt, hat ein bisschen gespoilert, glaube ich. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Kinder.